Das hört sich jetzt ganz einfach an. Damals, als wir das erschaffen haben, ist es auch um Grundsatzdiskussionen gegangen. Schon früher hast du uns aufmerksam gemacht, dass wir eine Minderheit geworden sind. Auch eine kleine Pfarrei. Aber auch eine kleine Pfarrei ist wichtig. Das Pfarreileben ist wichtig. Und dazu haben wir immer wieder verschiedene Projekte, verschiedene Prozesse durchgeführt. Auch zusammen mit Wiesenkofen. Wir haben es dann auch versucht, in der Pfarrei weiterzugeben. Und manchmal sind wir ernüchtert und haben das Gefühl, das bringt gar nichts. Und doch haben wir immer wieder weitergemacht und haben so probiert, das Pfarreileben lebendig zu halten. Du hast uns dein Vertrauen geschenkt und unserem Pfarrei vieles ermöglicht. So haben Firmen und später auch die Pfarreiangehörige mit der Freisinnung von sich zu dürfen. Dieser besondere Ort, den kennenzulernen, auf der Spur von Franz von Assisi sind sie nicht wie ein gewöhnlicher Tourist. Du hast uns dein Vertrauen geschenkt beim Vorbereiten und der Liturgiegruppe Gottesdienst. Heute einmal sind wir in diesen Vorbereitungen beim Diskutieren zu anderen Themen gekommen. In Offenheit haben wir dann alle sehr geschätzt. Du hast dir dann nochmal müssen durch den Kopf gehen lassen. Erst später ist dann der Gottesdienst auch weiter geworden. Deine kritische Haltung für die Kirchenobrigkeit hast du uns mitgeteilt, du stehst zu deiner Meinung. Du hast uns teilgenommen, zum Beispiel am Pfingsten 99 oder kürzlich an der Pfarrerinitiative. Du hast auch schelmische Freude darüber gehabt, wenn jemand den Kirchenobern, wie man so sagt, das Mösch gelesen hat oder die Leviten. Weihnachten, Ostern und all die schönen Feiertage, ohne die
Du hast mich begleitet und unterstützt in der Pfarrei oder und im Privaten. Das Vertrauen und Vertrauen sein, auch mit deiner Familie, das habe ich sehr geschätzt und schätze natürlich immer. Und wie stark ich es dann einmal vermissen werde, über das möchte ich eigentlich gar nicht mehr daran denken. Ich freue mich für dich, Walter, dass du loslassen kannst und Zeit hast für Neues und sicher auch Spannendes. Und ich hoffe einfach, dass du brenne ich nach Limiten bei uns. Eine weitere Gruppe, die nicht da vorne steht, das ist der Sinnkreis. Auch der ist dir immer am Herzen gelegen. Und er sagt dir auch mit dem Lied Danke. Für
Ich ist die Welt grundsätzlich gut. Und du tust gern das Gute verlängern. Was dir aber immer wichtig ist, dass du das im Kollektiv machst. Du bist nicht Einzelkämpfer, auch wenn du ein Luzerner bist, der früher geschlachtet hat. Du tust gerne Erfolg im Grossen unter den Menschen und mit den Menschen geniessen. Ob das dann eben die Gruppe wie Stranden sind, der Sinnkreis oder sonst eine aktive Gruppe in unserem lebenden Verein. Wer so viel gibt an Zeit und Kraft, der braucht eine Frau in der Partnerschaft. Die, die ihn den Rücken frei halten tut. Walter und Brigitte, ihr beide sind ein Traumpaar. Dass mit dem grossen Beispiel in guten und weniger guten Zeiten zusammensteht und gemeinsam die Geschichte teilnimmt. Euch meine danke ich im Namen von der ganzen Kirchengemeinde, Kaiderstuhl, Fisibach, Weyach, für euren beispielslosen Einsatz für und um uns herum. Danke vielmals. Brigitte, darfst du gerade führen? Give them all.
der Mensch. Durch die Vernunft existiert er bloß. Zum Leben gehört beides, Leidenschaft und Vernunft. Walter, du hast uns beides und noch ganz viel mehr vorgelebt. Leidenschaft in deinem Beruf, als Gemeindeleiter in deinen Pfarreien, im Umgang mit deinen Menschen oder mit den Mitmenschen, als Mitglied der Schulpflege Kaiserstuhl, die du angehört hast, und eine ganz grosse Leidenschaft, wir haben schon ein paar Mal gehört, für die Musik. Ab Vernunft hast du uns oft in deinen Predigten, oder hast du in deinen Predigten appelliert und uns aber auch an Demut und Bescheidenheit erinnert. Walter, dein Wesen und deine Worte kommen an. Sie berühren und regen aber auch zum Nachdenken an. Wie fest dich, Bevölkerung, tut wertschätzen, zeigen die nachfolgenden Aussagen, die wir Kaiserstuhlerinnen und Kaiserstuhler gemacht haben. Für mich ist Walter die gelebte Kirche. So würde ich mir die ganze katholische Kirche wünschen, ohne Skandale, authentisch. Durch und durch strahlt der Glaube an die Liebe Gottes und der Menschen aus seinen Worten, Gesten, Augen und Zähnen. Schade, dass er nicht mehr unser Hirte sein wird. Oder jemand anders sagt, erwähnenswert sind seine Menschlichkeit, seine Herzenswärme, seine Vorurteilslosigkeit, seine Weltoffenheit und seine Wahrnehmung des Zeitgeistes. Er ist ein guter Zuhörer und offen für ein gutes Gespräch. Interessiert an den Anliegen der Menschen, unabhängig von Status und Herkunft. Wie der jemand sagt, er ist der Ökumene sehr zugetan. Walter Blum ist ein Brückenbauer. Bei ihm steht immer der Mensch mit seinen Befinden und seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Er versteht es, einem mit einfachen, verständlichen Worten etwas auf den Weg mitzugeben, aus dem man Kraft und Hoffnung schöpfen kann. Wie der jemand sagt, Walter war ein sehr besonderer und differenzierter Schulpflegler. Ein wichtiger Diskussionspartner bei schwierigen Entscheidungen und ein guter Vermittler bei verschiedenen Bedürfnissen. Brander sagt, Walter Blum ist eine sehr tolerante, aufmerksame, einfühlsame und hilfsbereite Persönlichkeit. Genauso wie seine ganze Familie, die ich als Nachbarn sehr geschätzt habe. Walter Blum hat das musikalisch-kulturelle Leben im Kaiserstuhl gefördert. Seine Konzerte waren immer ein Genuss. Und wieder jemand sagt, Walter Blum gehört leider nicht zu jenen Menschen, die Berühmtheit erlangt haben. Aber er hat mit seinem christlichen Engagement viele Ohren, Augen und Herzen erfreut. Was er uns in Stunden unseres Lebens gegeben hat, dafür ist jeder Dank zu klein. Er hat gesorgt für uns Christen. Tag auf, Tag ein. Walter, damit du dich immer wieder an die Worte der Kaiserstuhlerinnen und Kaiserstuhler kannst erinnern, habe ich dir die da in einer Collage zusammengeklebt. Für dein grosse und umsichtige, selbstlose Wirken in vielen Gemeinden und ganz besonders da zu Kaiserstuhl danke ich dir im Namen vom Stadtrat, aber auch im Namen von allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Kaiserstuhl ganz, ganz herzlich. Yeah.
Wir haben jetzt 23:30 Uhr. Normalerweise ist die Kirche fertig. Wir sind wahrscheinlich im ersten Drittel. Hoffentlich gut im ersten Drittel. Aber ich schon wieder eine kleine organisatorische Frage. Es gibt auch für alle zusammen, die da sind, Spaghetti, Salat oder Dessert oder etwas zu trinken. Und das Kopfhörer müsst ihr nicht aufmachen. Aber ihr macht es dafür auf, wenn wir das Opfer einzieht. Dann nehmen wir die Sämenmünze und ich klappere. Damit uns mit Stand das auch schnell erzählt hat. Jetzt einfach geschwind. Wer kommt nicht von Spaghetti essen, der geschwind die Hand auf. Wer labert es? Könnt ihr weitermachen. Danke.